Hallo und herzlich willkommen. Heute gibt's mal eine neue Aufnahme von Skyrim. Und zwar, ihr seht schon, wir stehen hier mitten in der Drachenfeste. Ich habe nicht von vorne angefangen. Ich habe ja letztes Jahr gesagt, ich werde es nicht let's playen, beziehungsweise als der Release war, habe ich es alleine für mich durchgespielt. Ich habe mir jetzt überlegt, so eine Art, ich will jetzt nicht sagen Tagebuch Skyrim zu zocken. Ich werde weder ein Let's Play noch ein Gameplay davon machen. Ich werde es so spielen, als, keine Ahnung, ohne Anfang, ohne Ende. Das heißt, ich kündige keine Parts an. Ich werde einfach so, wie ich Bock habe, 1, 2 Stunden immer aufnehmen und werde es dann hochladen und nicht sagen hier, das ist Part 12, das ist Part 14. Ich werde es weitgehend ganz normal spielen, als wären gar keine Zuschauer da. Und werde aber ansonsten alles ganz normal kommentieren, wie ich das sonst in den Let's Plays auch mache, wie ihr das von mir gewohnt seid. Ich werde das mal so ausprobieren, weil Skyrim ist schon etwas ein umfangreiches Projekt. Deswegen es als Let's zu Let's Playen oder es als LP anzukündigen. Ich weiß nicht, es ist nicht so meins, weil man da in die hunderten Parts irgendwann kommt. Ich werde deshalb es so aufnehmen, wie ich Bock habe und Lust habe und werde dann auch dementsprechend ist so einfach spielen, als würde ich es für mich alleine zocken. Werde aber trotzdem mehr wie in sonstigen LPs meine Kommentare dazu machen, was ich gerade wie wann wo tue. Diese ganze Herumsteherei ist doch Mist. Das heißt, ich bin sozusagen da nicht unter Zeitdruck und kann mir ein bisschen mehr alles angucken und spiele es einfach so, gelaufen die Wege so, wie ich es sonst auch machen würde. Für mich alleine. Nur halt, dass ihr diesmal zuschauen könnt. Was gibt es noch zu sagen? Also ich habe mir noch nichts überlegt hier, wie ich skille oder sowas. Das werde ich einfach spontan entscheiden. Ihr seht, ich habe schon eine leichte kaiserliche Rüstung an. Ich habe es jetzt nicht mehr von vorne angefangen, weil ich habe vor ein paar Wochen einen neuen Spielstand erstellt und ihr kennt alle den Anfang. Das heißt, wir werden mitten im Abenteuer starten. Flusswald habe ich schon soweit erledigt. Wir befinden uns hier schon im Flusswald. Moment, jetzt muss ich selber gucken. Schlusswald ist ja das hier. Ich hab's lange nicht angehabt. Drachenfeste, aber was für ein Ding. Nur auf die Ill gehen, auf die Weltkarte. Ist das Flusswald? Das Weißlauf, ich wollte schon sagen. Das ist die Grafschaft Weißlauf. Flusswald liegt hier. Nein, abbrechen. Flusswald liegt hier. Okay, das mit der Karte scrollen, das muss ich noch ein bisschen erstmal wieder allein finden. Hier unten, da liegt Flusswald. Das hier ist Flusswald. Hier oben ist die Startlocation in Helgen. Da ist der erste Drachenangriff. Die meisten kennen das. Was Spoilern angeht, ich meine, das Spiel ist jetzt genau ein Jahr alt. Das heißt, Spoilern ist hier nicht mehr viel, was man tot spoilern könnte. Von daher, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, Tricks oder Anwendungen oder was auch immer, schreibt es einfach in die Kommentarbox wie immer. So, eine Sache wollte ich noch sagen, dann starten wir auch, dann habt ihr genug heute von meinem Gelaber gehört, XD. Ich bin kein Mann, ich bin eine Waffe in Ich Menschengestalt. bin auch eine Waffe in Man muss mich Menschengestalt. nur sehen und auf den Feind achten. Was andere Projekte angeht, also Two World 2 wird auf jeden Fall weiterlaufen. Weiterhin habe ich mir überlegt, dass ich King Arthur 2 auch weiterspielen werde. Das heißt, ich muss mir das Spiel bei Steam erstmal herunterladen. Ich habe es mir bei Release gekauft, das heißt aber, da ich auf einem anderen PC mittlerweile zocke, muss ich es komplett wieder neu runterladen und gucken, ob ich den Spielstand noch habe. Dann wird es davon auch noch ein bisschen was geben. Von Crusader wird es die Tage auch einen neuen Part geben, wenn ich endlich mal die 38. Mission schaffe, den Mondlichtpass, dann wird es da auch wieder einen neuen Part von geben. Was noch Neues gibt, ich habe mir überlegt, für Dezember so eine Art Weihnachtskalender zu starten. Das muss ich mir noch überlegen, wie das Ganze ablaufen wird. Ich habe mir überlegt, dass ich euch die Chance gebe, allen Leuten, die einen YouTube-Kanal haben und Lust dazu haben, die können sich bewerben. Ich lade dann nochmal extra ein Video hoch. Und dann werde ich jeden Tag im Dezember so eine Art wie Kalendertürchen mit einem der Bewerber dann ein bisschen skypen. Und das aufnehmen und keine Ahnung, von mir aus können wir da über aktuelle Spiele quatschen, was ihr euch jetzt im Winter so holt oder was ihr im Moment am Zocken seid, was ihr gerne zockt überhaupt.
dass man so 5 bis 10 Minuten Videos dann hochlädt. Für die, die Bock dann darauf haben, könnt ihr euch gerne dann bewerben. Ich werde nochmal ein Video hochladen. Mal gucken, wie das so ankommt, wenn ich 24 Leute oder mehr zusammenbekomme. Oder sollten es mehr Leute werden, die sich darauf das Video melden, dann muss ich es halt ausfiltern. Oder dann vielleicht auf Nikolaus ein paar mehr machen und auf Weihnachten nochmal ein paar mehr. Ich werde erstmal gucken, wie das läuft. Ich weiß auch nicht genau, was ich da machen werde. Ob ich den Leuten dann ein paar Fragen stelle oder so. Mal gucken, das überlege ich mir noch. Vielleicht habt ihr auch noch ein paar Ideen, die ihr mit einbringen könnt. Ja, ansonsten starten wir jetzt erstmal unser Abenteuer hier in Skyrim. Das passt auch jetzt klar zu der Wintersaison. Das Doofe ist, ich habe noch kein Gold. Ich bin noch ziemlich am Anfang. Das heißt, ich kann mir unten an den Stallungen kein Pferd kaufen. Was ich sehr schade finde. Das Lustige ist, heute haben bestimmt alle angefangen, Assassin's Creed 3 zu zocken auf dem PC. War ja heute nach der Release, beziehungsweise um 2 Uhr, ab 2 Uhr, glaube ich, war es in Steam freigeschaltet. Ich habe es mir noch nicht geholt. Würde es gern zocken und auch LP'en, aber ich habe es mir jetzt noch nicht geholt. Mal schauen, wann ich mir das holen kann. Deswegen habe ich mir heute gedacht, weißt du was, ich habe Bock auf ein Rollenspiel. Ich zocke jetzt mal ein bisschen Skyrim. Was auch nicht heißt, dass bei Two Worlds und bei den anderen Spielen nicht weitergeht, da wird es auch weitergehen, natürlich. Werde ich da weiter aufnehmen. So, entweder gehe ich jetzt erstmal ein bisschen Quest, ein bisschen Gold sammeln, oder wir machen den Auftrag, den wir vom Jarl bekommen haben. Und zwar, ihr kennt das bestimmt alle, die erste Mission ist das Ödsturz Hügelklar besuchen und eine Tafel für den Magier rausholen. Vielleicht fangen wir damit an heute. Also wie gesagt, wir haben hier keinen Zeitdruck, das heißt, ich werde auch ganz gemütlich hier mich den Aufgaben widmen, weil beim ersten Mal durchzocken, muss ich ehrlich sagen, habe ich es ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen durchgerannt, aber ich bin da schon ein bisschen forsch vorangeschritten. So, na, das ist eins, was ein bisschen nervt, sind immer die Ladezeiten. Wenn man eine Stadt betritt oder in eine Halle reingeht oder so, aber das hat man ja eigentlich bei jedem Spiel. Ach ja, und ich werde versuchen, zu 90% aus der Ich-Perspektive zu spielen, also so wie jetzt. Dass man auch wirklich das Spieler-Feeling hat, dass man wirklich da am Spiel versinkt. Was Tag und Nacht gleich angeht, also wenn ich jetzt irgendwo hänge, wo ich unbedingt Licht brauche, dann werde ich natürlich stehen bleiben und spulen, oder wenn ich unbedingt zu Händlern muss oder so, dann werde ich natürlich vorspulen. Also stehen bleiben, Taste T drücken und warten. Wo wir auch schon bei Steuerung wären, Steuerung muss ich mich erstmal ein bisschen vertraut machen. Ich habe die schnellsten Rösser in ganz Himmel. Warum nicht? Ihr könnt eins haben, das bereits gesattelt ist, wenn ihr das nötige Kleingeld habt. Dann kommt wieder, wenn ihr die nötige Summe habt. Okay, wir haben noch keine 1000 Gold, das ist sehr schade. Jetzt markieren wir uns erstmal die Quest. Ödsturz, Hügelkörb. Halt! Stelle von Weißlauf. Ich muss später auch mal gucken, ob der Sound laut genug ist. Ödsturz, Hügelkörb. Bring den Drachenstein in deinen Besitz. Ja, dann bitte einmal die Markierung setzen. Jawohl, dankeschön. So, und dann heißt es einmal auf zum Ödsturz-Hügelkörb. Ich denke mal, die meisten von euch waren da schon oder kennen es zumindest, diesen Ort. Also ich will jetzt nicht sagen, es ist für mich blind. Also wie gesagt, ich habe es einmal letztes Jahr am Release durchgespielt. Bis kurz vor Weihnachten habe ich es 3-4 Wochen am Stück gesuchtet. Und danach eigentlich höchstens 1-2 Mal mitten im Jahr angehabt. Das heißt, vieles ist wieder fast blind für mich. Vorne läuft ein Hirsch. Naja, die erste Strecke müssen wir jetzt mal leider zu Fuß zurücklegen, weil ich noch keine Kohle habe. Das heißt, ohne Pferd unterwegs sein. Dauert dann natürlich dementsprechend noch ein bisschen. Oh, das macht ja nichts. Boah. Wer bist denn du? Kampfmagier in den Dieb. Ha. Ich habe jetzt gestern Abend zwei Hände mir geholt. Das heißt, ich werde nicht mit Schild kämpfen. Ich werde aber weitgehend auf Bogen skillen. Nice.
Also es ist jetzt rein Zufall, dass ich einen Sven an habe. Ich denke mal, ich werde die meiste Zeit auf Bogenskillen. Und auch mit Bogen spielen. Ölsturz, Hügel, klar. Wo bist du? Boah. Was haben wir denn hier oben? Sind da schon Riesen oder was? Gucken, gucke. Weiß ich gar nicht mehr. Okay, doch, ich glaube, wir sind die Riesen. Können wir uns mal aus der Nähe anschauen. Sekundasockel entdeckt. Naja, Riesen müssen wir jetzt am Anfang nicht unbedingt töten. Das hat noch ein bisschen Zeit. Wow, wow. Let me go, people. Ah, okay, ich weiß, wie man zu diesem Hügelclub kommt. Jetzt ist mir wieder eingefallen. Ich glaube, wir müssen nach Flusswald zurück. Hey, da hinten ist so eine Festung. Die will ich angreifen. Töten, töten. For the King, for the King, for the sake of Skyrim. Aber ich denke mal, wir porten uns einfach mal nach Flusswald. Das heißt, wir gehen mal schnell auf die Karte zurück. Ich glaube, von Flusswald kommt man da schneller hin. Meine ich mich erinnern zu können. Das einfach ist, von Flusswald aus dahin zu latschen. Wenn man noch kein Pferd und nichts hat. Nocturnal ist die Daedra-Fürstin der Heimlichkeit. Aha. Ah, ich glaube, das ist der schnellere Weg. Beziehungsweise der richtige Weg. Hier ging es links hoch, dann kommt man zu so einem kleinen Wachturm. Also es mit dem Laufen alleine schon voll geil gemacht. Ich habe das damals in dem Trailer geliebt, wenn der Dovahkiin an die Felsklippe läuft, so hinsprintet und man glaubt, der fällt gleich darunter. Ja, das ist so geil gemacht, atemberaubend. Ah, ich erinnere mich, hier oben geht's glaube ich lang. So, wir können mal kurz hier lesen. Windhelm. Ja, nach Windhelm können wir noch nicht, das dauert noch eine ganze Weile, bis wir in Windhelm sind. So schnell kommen wir nicht nach Windhelm. Ich glaube, hier oben war so ein kleiner Wachturm, den können wir jetzt gleich ausnehmen. Können wir ein bisschen Beute machen. Was aber allerdings nicht so klug ist, weil ihr kennt das von Oblivion, man hat halt ein gewisses Gewicht, was man tragen kann. Deshalb macht es Sinn, den Wachturm am Anfang, wenn man es weiß, schon das zweite oder dritte Mal spielt, dann weiß man, dass sinnvoller ist, den Wachturm erstmal nicht zu plündern, beziehungsweise die Wachen zwar töten, aber nicht die Sachen mitnehmen. Denn im Ölsturz Hügelkörper findet man ja auch noch jede Menge Zeugs, was man mitnehmen will und zu Gold machen will. Deswegen werde ich den Wachturm nicht plündern und nehme das beim zweiten Mal mit. So, was haben wir denn hier? Boah. Ich weiß gar nicht, ob da oben... Ah, hier vorne ist der Wachturm, wo ich vorhin geredet habe. Deswegen sagte ich auch, Spoilern ist auch kein Ding bei dem Spiel, weil ich es schon mal gespielt habe. Also tut euch keinen Zwang an, wenn ihr irgendwas wisst oder irgendwelche Ideen habt, dann sagt es einfach. Werde ich euch nicht den Kopf abreißen, wenn ihr das dann schreibt. Ihr habt euch eine schlechte Zeit zum Verlaufen. Na komm schon. So. Wie gesagt, ich will eigentlich auf Bogen skillen, aber ich habe noch nicht so viele Pfeile. Deswegen mache ich jetzt die ersten paar Kämpfe mit Schwert. So, die ist auch tot. Boah, der sieht ja schon aus wie so ein Drachenblut. Ich will auch so einen Helm wie Dovahkiin. Boah, geil, Finish Move, aufgeschließt. Ah, nice. Den Eisenhelm nehmen wir mit. Ich weiß gar nicht, ob der mehr Schutz bietet wie der kaiserliche Helm. Ich gucke jetzt nochmal nach Pfeile. Und nach Gold. Den Rest nehme ich dann mit, wenn wir irgendwann mal wieder hier bei dem Turm sind. Kann man halt jetzt nicht alles mitnehmen, weil wir wollen ja noch das Ölsturz-Hügelklapp lindern. So, hier liegen nur Becher. Ich glaube, oben war noch eine Truhe. Ich bin mir gar nicht sicher. Schauen wir einfach mal nach. Halt. Stopp. Na super. Zweimal dann vorbeigelaufen an der Treppe. So, nice. Die Truhe ist auch noch nicht verschlossen. Zaubertank lassen wir mal. Eisenstiefel können wir verkaufen, haben nicht den allerhöchsten Rüstungswert, können wir aber verchickern. So, geht's hier vorne wieder runter.
Ich bin mal gespannt, wenn richtige Kämpfe im Spiel sind, mit Drachen und so, ob das dann sehr leckt, aber ich glaube nicht. Ehrlich gesagt, es dürfte eigentlich nicht so sehr lecken. So, mal schauen, ob hier das Mädel ein paar Pfeile hat. Dann nehmen wir uns die mit. Langbogen haben wir schon. Gold. Oh, den Kriegshammer, den habe ich eigentlich eine lange Zeit benutzt, als ich beim ersten Mal gespielt habe. Da habe ich es eigentlich sehr viel benutzt. Muss ich ehrlich sagen. Vor der King, vor der King. Was ich mir auch überlegt habe, was diese Adventsgeschichte angeht, dass man vielleicht an den Adventssonntagen dem einen oder anderen Abonnenten die Chance gibt, man so ein, zwei Abonnenten mit in Skype holt. Dass ihr dann die Chance habt, so ein, zwei Stunden mit mir ein bisschen zu chillen und ein bisschen zu zocken, was auch immer, oder über Spiele generell einfach zu reden. Und wir nehmen das auch dann vielleicht ein bisschen auf, wenn ihr das möchtet. Und oh, wie gesagt, da werde ich nochmal ein Infovideo zu hochladen, wie genau das werden wird. Erstmal gucken, ob da überhaupt ihr Interesse besteht, eurer Seite. Von eurer Seite aus, wenn ihr da überhaupt Bock zu habt, dann würde ich da gerne was machen. Jetzt mal kurz gucken, den Eisenhelm, der macht 16 Rüstungsschutz. Na, der ist schwächer, das habe ich mir gedacht, aber ich ziehe ihn halt ab und zu gerne mal auf, weil es halt Dovahkiins Helm ist. Dieser Nordmanns Helm. Ich finde das cool. So, hier sind wir auch schon am richtigen Ort. Wenn ich mich recht erinnere, sind hier oben ein paar Zombies oder ein paar Banditen. Ölsturzhügel gab entdeckt. Boah, ich weiß noch, das erste Mal, als ich hier stand, war es dunkel letztes Jahr. Das war so Gänsehaut-Feeling. Das war so geil. Wow. Ich will das hier schnell beenden. Na, dann komm. Wow. Ihr wisst ja, umso mehr man den Bogen spannt, umso mehr Schaden macht man auch. Umso mehr Durchschlagskraft hat der Bogen. Das sind starke Zweihänder. Halt, da war ein Eisfall, ein Eisfall. Ja, was Pfeile angeht... ein Eisenpfeil, nicht ein Eisfall. Was Pfeile angeht, die Zwergenpfeile finde ich cool. Wow. Ah, hier hinten steht noch einer. Ja, ich bin zum Sterben bereit, immer doch. Aber ich glaube, ich hole mir mal kurz den Hammer raus. Der macht 20, eine Eisenhänge 19.